Hast du Angst, zu viel zu sein und hältst du dich deshalb zurück im Leben, in der Liebe, in deiner Sinnlichkeit? Dann ist dieses Video für dich. Ja, wir haben es vor kurzem im Webinar intensiv diskutiert, oder? Diese Angst, zu viel zu sein. Viele Frauen haben diese Angst, zu viel zu sein und sagen zu mir, Mutti, weißt, ich halte mich zurück, ich habe Angst, zu viel zu sein, mich zuzumuten, oder? Was ist, wenn ich das wirklich tue? Dann hält mich ja keiner mehr aus. Dann werde ich nicht mehr geliebt, dann werde ich zurückgewiesen und all die Ängste, die wir da so haben und die da so kommen im Zusammenhang mit zu viel zu sein. Und lass mich mal wissen in den Kommentaren, ob du das auch kennst, die Angst, zu viel zu sein. Und ich kenne das selber sehr gut von mir, weil ich gedacht habe, na ja, ich bin ja von Haus aus schon viel, oder? Ich habe viel Power, ich bin ja in der Regel quirlig und wenn ich jetzt wirklich alles rauslasse quasi, dann bin ich ja noch mehr, das hält ja keiner mehr aus und habe mich deshalb auch eben immer zurückgehalten. Nur das ging natürlich nicht lange gut, oder? Weil ja, diese Kraft in mir, die wollte raus, diese Power. Ich habe auch gelitten darunter, dass ich mich eben zurückgehalten, angepasst habe, eben nicht diese ganze Kraft und Power rausgelassen habe. Und ich weiß noch, ich kann mich gut entsinnen, als ich gemerkt habe, und es hat so viel Sinn gemacht, oder? Auch so, ja, so, ich hatte eben im Prinzip diese Angst, zu viel zu sein. Irgendwann habe ich erkannt, dass diese Angst, zu viel zu sein, im Prinzip nur eine Ausrede war. Eine Ausrede, eben meine Kraft nicht rauszulassen, meine Power nicht zu leben, mich anzupassen, mich klein zu halten und. Also ihr kennt wahrscheinlich das selber noch, einiges dazu ergänzen. Und dann habe ich gemerkt, so ja, das ist totaler Bullshit, weil ich benutze das nur als Ausrede, ich nehme das nur als Ausrede her, um ja, nicht wirklich in meine Kraft zu gehen, weil das, wovor ich wirklich Schiss hatte, oder war, was ist denn, ja, wenn ich wirklich in meiner Power und meiner ganzen Kraft bin und die auch zeige und nicht mehr Rücksicht nehme und einfach bin, wie ich bin. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, lass mich doch mal in den Kommentaren wissen, benutzt du auch diese Angst, zu viel zu sein, noch als Ausrede, um nicht in deine Kraft zu kommen? Weil der Punkt ist einfach der, und ich habe mir das mal ja intensiv überlegt und mir meine eigenen, wie soll ich sagen, Muster und Thematiken in diesbezüglich angeschaut und habe mich gefragt, na ja, was ist die Alternative? Klar hatte ich Schiss, quasi meine ganze Power rauszulassen und das alles rauszulassen. Nur was ist die Alternative? Dass ich mich verbiege, dass ich mich irgendwie klein mache, dass ich mich anpasse, nur damit der andere sich wohlfühlt? Und für mich war klar, nein, das ist keine Alternative. Und als ich mir da selber auf die Schliche gekommen bin, habe ich das auch abgestellt. So. Und dann habe ich auch aufgehört, mir selber zu erzählen, dass ich zu viel bin. Weil das finde ich nämlich auch sehr interessant. Und das sehe ich auch bei sehr vielen Frauen in meiner Arbeit im Online-Frauenkreis, der übrigens noch bis Montag um 12 Uhr seine Türen geöffnet hat. Wenn du also dabei sein möchtest, jetzt ist die Zeit. Ich poste nachher mal gleich noch den Link in die Kommentare. Und ja, und frage dich einfach, also, was bringt dir diese Ausrede, zu viel zu sein? Was bringt dir diese Ausrede, zu viel zu sein? Also, es ist nur eine Ausrede, oder? Es ist nur eine Ausrede und was bringt dir diese Ausrede? Weil, wie soll ich sagen, es hört sich vielleicht komisch an, aber wir haben ja auch immer etwas davon, oder? Und ich denke nicht, dass es unsere Aufgabe ist, dass wir dafür sorgen müssen oder uns anpassen müssen, damit der andere sich gut mit uns fühlt. Ich glaube mehr, dass unsere Aufgabe die ist, dass wir Frauen die sind, die wir wirklich sind und aufhören, uns zurückzuhalten und klein zu halten und uns zumuten, im wahrsten Sinne des Wortes, und uns zumuten. Und auch das ist etwas, was wir im Frauenkreis üben, weil da ist es vorbei mit nett, nett, nett und Kleinhalten. Da muten wir uns gegenseitig zu, da üben wir das in einem absolut sicheren Raum. Und ich für mich habe einfach festgestellt oder, wie sage ich es einfach, beschlossen, ja. Ich für mich habe beschlossen, dass ich mich lieber mit Menschen umgebe, die mich so mögen mit dem, wie ich bin, oder mit allem, was da ist, mit dieser ganzen Power, ich sage es mal, auch im Hoch wie auch im Tief
und die das aushalten können, oder? Anstatt mich weiterhin zu verbiegen und klein zu halten, was sowieso noch nie so großartig meine Stärke war. Was noch nie so großartig meine Stärke war. Und es ist ja auch, wir leiden ja auch darunter, oder? Also es ist ja auch, also ich erlebe das im Frauenkreis und ich kenne es auch von mir selber. Wir leiden ja auch darunter, wenn wir uns immer so deckeln und anpassen. Und es ist egal, in welchem Bereich. Also für mich war es zum Beispiel im Bereich der Sexualität. Das war für mich, ich meine, ich weiß nicht, wie lange du mich schon kennst, aber ich bin katholisch aufgewachsen auf dem Land. Ich habe früher nie über Sex geredet. Ich hatte zwar Sex, aber ich habe nie darüber geredet und habe mich auch sehr für meinen Körper geschämt. Also das, was ich heute tue und wer ich heute bin und was ich heute mache, das war nicht immer so. Und das ist noch nicht so lange her, dass das so ist, oder? Sondern ich komme von nur ganz anders her. Und von daher, wie soll ich sagen, hat mich das schon, oder? Ich habe schon gemerkt, da ist etwas in mir drin, das will raus. Aber ich habe immer versucht, das runterzuhalten. Ich habe immer versucht, den Deckel auf der Tonne zu halten. Und das hat natürlich auch extrem viel Kraft gekostet. Weil ich gemerkt habe, ja, da will schon was raus, aber ich hatte Schiss, oder? Und ich habe gesagt, nein, Deckel draufhalten, oder? Und es kostet extrem viel Kraft. Und es kostet überhaupt viel Kraft, oder? Wenn wir ja nicht so sein können und nicht so sind, wie wir wirklich sind. Und ich glaube, das ist etwas, ja, was wichtig ist für Männer und auch für vor allem für uns Frauen einfach auch, dass wir das sein lassen, oder? Dass wir aufhören. Es ist jetzt Zeit. Es ist jetzt Zeit, die zu sein, die du bist. Und zwar in allen Bereichen in deinem Leben und auch in der Sexualität. Für mich war das total befreiend, oder? Ich habe mich total befreit aus diesen ganzen Tabus, aus diesen Ängsten, aus diesen Blockaden, die ich einfach auch alle hatte, oder wie gesagt, auf dem Land aufgewachsen, katholisch, direkt neben der Kirche. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was man da so ja an Sachen mitbekommt. Und für mich war das total befreiend. Und ich habe mich durch meine Sexualität, durch die Kraft meiner eigenen Sexualität dadurch befreit von diesen ganzen Scham, Ängsten, Blockaden. Und das ist etwas, was ich in meiner Arbeit tue. Das ist etwas, was ich in meiner Arbeit weitergehe und wo ich Frauen unterstütze, Frauen, die mehr vom Leben wollen, genau das auch zu bekommen. Und lass mich wissen in den Kommentaren, ja, wie geht's dir da damit? Hältst du dich noch zurück? Benutzt du diese Angst, zu viel zu sein, als Ausrede? Oder sagst du, ja, ich habe Angst, ich habe Schiss, Augen zu und durch. Und es lohnt sich, oder? Ich sehe das bei den Frauen im Frauenkreis. Es ist total berührend zu sehen, was da für Veränderungen passieren, was da für eine Befreiung auch passiert, oder? Auf einmal gibt es viel bessere Beziehungen, oder? In der Beziehung kommt man sich wieder mehr nahe. Im Business läuft es auch besser. Man fühlt sich einfach auch besser, oder? Man fühlt sich einfach auch besser. Und die Einladung an dich ist einfach auch, dich mal wirklich das zu hinterfragen, oder? Die Muster, die dazu führen, dass wir Angst haben, zu viel zu sein, die liegen natürlich auch ein bisschen in unserer Kindheit, im inneren Kind, sage ich jetzt mal, die Kleine in uns, oder? Die Erfahrungen, die wir quasi, wie soll ich sagen, als Kind gemacht haben, Angst vor Abweisung, Angst vor Zurückweisung, Angst, nicht geliebt zu werden. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich glaube, die meisten sind nicht unbedingt so groß geworden, dass es geheißen hat, ja, so einfach zu viel, oder? Mach, wie du denkst, mach, was du willst, sei zu viel und mute dich der Welt zu. Das ist wahrscheinlich eher so, sei still, nicht so laut, nicht so viel, oder? Und das steckt immer noch in uns. Das steckt immer noch in uns, egal wie alt wir sind. Und die gute Nachricht ist, wir können das befreien und wir können das erlösen und wir können das ja, rausholen. Und das ist natürlich ein Schritt, ein Prozess, oder? Wo wir Schritt für Schritt für Schritt gehen können. Und auch bei mir geht immer noch mehr. Die Leute sagen immer, oh, Ute, ist so cool, was du da machst und du bist da öffentlich mit dem, was du tust und alles und ich möchte es auch haben. Und ich denke immer so ein bisschen so insgeheim für mich, naja, wenn die wüssten, wie viel mehr da noch geht und auch kommt. Also auch ich bin auf dem Weg, auch ich bin auf dem Weg, okay? Und ja, die Einladung ist wirklich an dich, einfach mal zu hinterfragen, wo hältst du dich noch zurück?
Wo hast du Angst, zu viel zu sein? Was sind die Vorteile daraus, die du daraus hast? Also wir haben ja auch aus dem, was wir tun, immer Vorteile. Was sind die Vorteile daraus? Und was wäre ein erster Schritt, den du gehen könntest, um dich zuzumuten? Was wäre ein erster Schritt, den du gehen könntest, um dich zuzumuten? Wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann lade ich dich ein, sei dabei im Frauenkreis, weiblich, sexy, erfolgreich Frau zu sein. Und wenn du sagst, ich möchte gerne in meine Kraft kommen, ich will so richtig in meine Kraft kommen und ich möchte meine Kraft nutzen, um auch meine Sinnlichkeit und meine Sexualität lustvoll und frei zu genießen, dann ist der Frauenkreis für dich. Und in den Kommentaren findest du den Link zum Frauenkreis. Da findest du alle Infos drauf, für wen das ist, was du davon hast, wie die Details sind, wie das abläuft, was wir da so tun. Also da geht es sehr lustvoll zu und sehr befreiend auch. Und wann es losgeht, was es kostet und, findest du alles auf der Seite vom Frauenkreis. Okay? Ja, das war quasi heute das Wort zum Samstag. Das Wort zum Samstag zum Thema, hast du Angst, zu viel zu sein? Und wie gesagt, schau da mal hinter deine Muster, schau mal, warum du das tust, schau mal, was es dir bringt und dann schau, was ist ein erster Schritt in eine andere Richtung und dann geh ihn auch, okay? Und im Frauenkreis tun wir das gemeinsam in einem absolut geschützten Rahmen, voller Respekt und Wertschätzung und wir unterstützen uns natürlich auch gegenseitig. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen tollen Samstag, tolles Wochenende, 1000 Küsse und ich freue mich drauf, wenn wir uns im Frauenkreis sehen. Macht's gut und bis ganz bald.